Hallo und herzlich willkommen zurück zu Railway Empire 2. Wir haben in der letzten Folge hier diese schöne Gabelung gebaut für unsere beiden Ferienlinien in den Süden nach Italien. Und wir haben in der letzten Folge auch noch was anderes gemacht. Und zwar haben wir hier in Nürnberg eine Produktion aufgebaut, die ich mir gerade nochmal anschauen möchte und gucken möchte, ob die sauber läuft. Die läuft sauber. Gut. Das bedeutet, die Sachen werden nicht nur produziert, sondern noch abgeholt. Du musst mal gerade weggehen. Ich möchte mir das kurz angucken. Katowice. Ja, nö. Muss jetzt nicht sein. Das ist ein bisschen sehr weit ab von meinem Schuss. So, in Nürnberg ist jetzt die Frage. Da wird das Holz noch nicht angefragt. Ne? Genau, ab 55.000 Einwohner erst. Das ist aber in Ordnung. Nürnberg sollte ja auch langsam mal so ein bisschen wachsen. Es sieht ja auch danach aus. Das bedeutet aber, München müsste jetzt Holz haben. Genau, die haben Bauholz. Ulm müsste dann genauso Holz haben. Ulm hat Bauholz, sehr gut. Dann funktioniert die Verteilung wunderbar. Dann ist alles tutti. Dann möchte ich gerade auch noch mal in München mir meine Brauerei angucken. Die läuft auch ohne Probleme. Habe ich jetzt auch nicht anders erwartet, aber ich möchte zumindest mal gerade über die ganzen Betriebe drüber schauen. Genauso wie hier über die Fleischproduktion, die ja schon auf Stufe 2 ist. Die funktioniert aber auch. Schnurrt wie ein Kätzchen. Auslastung über 10 Wochen, 100%. Es werden Waren vorgehalten und auch abgeholt. Gut. Ich glaube, mehr Produktionen habe ich noch nicht wirklich, oder? Ich glaube nicht. Trient ist gewachsen. Kann das sein? Mal gerade gucken. Also die haben Zucker, die produzieren Bier. Was fehlt denen denn? Denen fehlen Stoffe. Gut, da müssen sie durch. Milch. Bekomme ich da Milch hin? War hier nicht Milch in der Nähe? Ja, in der Nähe. Hier. Dann gibt's da keine Milch. Und hier stehen sich schon wieder die Züge, die Beine in den Bauch. Sie konnten es aber selber auflösen, ja? Bevor der Firmenchef hier weiter reingezoomt hat und gegebenenfalls Stress gemacht hätte. Jetzt muss ich mal gerade gucken, habe ich hier eine Zuglinie gebaut? Ich glaube nämlich noch nicht, ne? Betriebsmittel. Okay. Das ist nicht so gut. Ja, ich möchte jetzt hier auch keine zwei bauen, deswegen baue ich hier mal eine. Nee, ich baue nicht da eine, ich baue hier eine. Es muss schon hier sein. So. Ja, Forschung kann ich leider immer noch nichts machen, was mich echt stört, weil ich werde da künstlich begrenzt. Das ist jetzt, finde ich jetzt nicht so, ist jetzt nichts, wo ich sage, so yay. So, hier fährt aber tatsächlich noch nichts, ne? Genau, hier fährt noch gar keine Zuglinie, das ist in Ordnung. Dann würde ich jetzt, bevor ich die mit anbinde, auch erstmal hier den Bahnhof bauen. Und zwar so. Ich baue einen Bahnhof und die Stadt schrumpft. Das nenne ich Vertrauen. Also die Stadtoberen gehen direkt mal davon aus, okay, es gibt jetzt hier einen Bahnhof, das ist schlecht, weil jetzt wollen die Leute alle weg. Wieso willst du da einen Tunnel bauen? Ach komm. Ich habe jetzt keine Lust, mich mit dir rumzuärgern. Fertig. Tunnel für die Welt. Und selbstverständlich. Weichenkopf. Weichenkopf. Achso, hier. Genau. Und Versorgungsbude. So. Achso, eine Fahrtrichtung hätten wir auch gerne noch. Nehme ich an. Haben wir das auch erledigt. Und dann kann ich mich um Zuglinien kümmern. Also. Grosseto, Florenz. Ach, das ist hier auch... Achso, ne, Moment halt. Express...
mit einer Firefly. Jetzt bin ich mal gespannt, was die da mitnehmen. Achso. Ich habe natürlich jetzt wieder einen falschen Fehler gemacht. Speisewagen und einen Postwagen hätte ich gerne. Genau. Die nächste Stadt hier wäre übrigens Rom. Dann kommt Neapel und dann ist Feierabend. Okay. Gut. Was haben wir hier? Wartet auf Beladung, wartet auf Belagerung, wartet auf Beladung. Ich würde hier aber dann tatsächlich auch nochmal... Florenz kosten. Ich überlege jetzt gerade eine... Aber das lohnt sich nicht. Dann machen wir mal San Marino, Florenz, Grosseto. Eine Frachtlinie. Ja. Mal gucken, ob die was bringt. Ja, die nehmen Fleisch mit. Aus San Marino. Das ist okay. Okay, muss ich mir angucken, ob das läuft und funktioniert. Warum bist du da so langsam? Mein lieber Zug? Schönes Wetter heute, oder? Fällt das für die unter Flirten? Habe ich hier so eine Steigung, oder... Da müsste ja jetzt der Zug aus San Marino kommen, genau. Der hat aber keine Probleme, der fährt mit 27 km/h. Warum hat die Firefly dann so Probleme? Okay, die beschleunigt jetzt aber. Okay. Warten wir mal ab. Und dann brauche ich noch einen Verteiler, der von hier nach da, nach hier, nach da fährt. Hier nehmen wir nichts mit. Nein. Genau. Und der fährt immer mit mindestens 2 Waggons. Achso, eine Lokomotive wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht. Nehmen wir auch, komm, wir machen jetzt alles mit der Firefly. Bevor ich mir hier mein Netz wieder... zu Mülle und Staus verursachen, mache ich es lieber so. Das irritiert mich jetzt. Okay, er nimmt Fleisch. Achso, ja klar, logisch. Das macht durchaus Sinn. Weil die brauchen ja kein Fleisch. Fleisch müsst ihr ja nach unten. Der fährt jetzt aber auch wieder nur 30 km/h. Habe ich da eine Steigung drin? Müsste ja eigentlich, ne? Der fährt jetzt mit 50 zurück. Okay, mal gucken, was er jetzt macht. Ja, jetzt nimmt er Kühe mit. Okay, das macht auch Sinn. Für Grosseto. Okay, gut. Das heißt, das hier funktioniert. Dann würde ich Florenz nochmal eben an hier Wolle anbinden wollen. Damit die auch weiter ihre schönen Florentiner Tücher produzieren können. Und Florenz hat, ja, Wartungsdepot. Dann brauche ich auf der Ferrystation keines. Und dann. Ja, so macht das keinen Sinn. Ja, wenn es geht, ohne Tunnel. Geht, ne? Ja, finde ich nämlich auch. Gut, wir haben jetzt Brücken für 200 oder für 150.000, aber... Ja, bevor ich da wieder Gefälle ohne Ende habe, ich sehe auch schon hier, das ist, ja, okay. Der Standort war jetzt nicht so günstig gewählt. Aber gut. Ja, da will er jetzt auch nochmal einen Tunnel bauen, aber bei 7000 will ich da jetzt mal nichts sagen. Soll er da einen Tunnel bauen? So. Und dann haben wir die Fahrtrichtung und die Fahrtrichtung... Das passt alles. Allerdings haben wir hier keinen... Moment, jetzt... Wo ist denn hier der Brückenkopf? Da ist der Brückenkopf, da ist das Versorgungsdepot. Gut, dann brauche ich hier keines bauen. Gudi, gudi.
Ferrystation Florenz will er nicht, weil es fehlt irgendwo ein Brückenkopf. Klar. Nämlich hier. Mir schließt sich zwar nicht, warum das jetzt ein Problem ist, immer mit den Brückenköpfen, aber wenn er das so haben möchte, soll er das so bekommen. Da kann ich jetzt aber tatsächlich auf die Rocket setzen. Genau. Und jetzt muss ich mal gerade gucken, Florenz. Was fahren hier für Züge? Hier fahren mehrere Züge. Ja, ich weiß. Wartet auf Costa halt Florenz. Ja, muss er warten. Wo ist denn der? Interessant. Achso, das war der. Okay. Florenz. Mhm. Florenz San Marino. Okay. Ich glaube, die Verteilung hier von Florenz aus ist noch ein bisschen suboptimal. Aber ich glaube, das ist in Ordnung so. Für den Augenblick. Gut. Ja, der Süden steht, ne? Der Süden steht und funktioniert. Mailand wird zwar sträflich vernachlässigt, aber hey, Mailand, wer will da schon hin? Oder weg? Also, ich meine, das ist Mailand. Wart ihr schon mal in Mailand? Ich nicht. Ich will da auch nicht hin. Ich meine, da ist ein Gebirge im Weg. Mailand. So. Zug wartet seit 4 Wochen auf Beladung. Ja, das macht durchaus Sinn. Und jetzt ist die Frage. Kleine Panne, cool. Jetzt ist die Frage, möchte ich erst hier mal den Süden noch weiter erschließen oder mache ich im Osten weiter? Die Stadt ist geschrumpft, weil, erklär dich, die schrumpft ja nicht ohne Grund. Die schrumpft, weil die einfach nichts hat. Mhm. Nee, ich will jetzt keinen Salzstock kaufen. Die haben Kühe und Fleisch und das war's. Achso, ja, und Tuch. Cool. Und sonst nix. Okay, dann vielleicht gucken wir mal, ob wir hier nicht noch was hätten. Aber nur hier ist halt auch nichts, womit ich die noch versorgen könnte. Also ich könnte natürlich Zeug herkarren von weiter weg, aber das macht keinen Sinn. Ja, Mais haben die. Fleisch genauso. Zucker. Ich könnte die gegebenenfalls noch mit Zucker versorgen. Ja, ich lasse den Süden mal vielleicht kurz sterben. Also, nicht sterben, aber... Das macht ja jetzt keinen Sinn, da... Ja... Okay, lass uns mal kurz überlegen. Also, San Marino ist neutral, wächst nicht, schrumpft nicht. Das ist okay, die sind wahrscheinlich so semi-gut versorgt. Genau. Es gibt hier auch keinen Bierproduzenten, oder? Was produziert ihr? Ihr produziert Bier. Hm, ja, dann könnte man da vielleicht doch nochmal drüber nachdenken. Was produziert Rom? Rom produziert Fleisch. Hm. Ja, komm. Dann machen wir Folgendes. Erstmal dieses Fenster zu. Dann hätte ich hier gerne 1 Bahnhof. So. Zack. Der wird mal eben schnell verbunden. So. Wo willst du Tunnel bauen? Warum willst du Tunnel bauen? Was ist mit dir verkehrt, Typ? Da braucht er jetzt wirklich kein Tunnel hin, oder? Also, bei aller Liebe nicht. Dein Unternehmen hat einen Erpresserbrief erhalten. Ja, ja, komm. Erpresser müssen auch von irgendwas leben. Achso, du willst hier... Ich verstehe. Deswegen der Tunnel. Okay. Das bauen wir dann aber lieber so.
Und so. Dann können wir es der Ansicht raus. Kloppen da noch zwei Weichenköpfe hin. Und einen Versorgungsturm. So. Dann hätte ich gerne noch eine Fahrtrichtung. Dann haben wir das. Und was wollte ich jetzt eigentlich... Achso, genau, Pescara. Ich wollte Pescara anbinden. Damit ich Bier durch die Gegend schippern kann. So, mal gucken, wie viele Tunnel er mich jetzt wieder bauen lassen will. Keinen. Gut, dann nehme ich das so. Dann ist der Bau genehmigt. So. Dann die Richtung. Und dann hätte ich da gerne einen Zug, der nach Pescara fährt. Komm, nehmen wir jetzt die Firefly. Kein langes Geschisse drum machen. Einfach die Firefly, fertig. Dann hätte ich gerne noch eine Zuglinie, die von Pescara nach San Marino fährt. Automatisch belädt, das ist in Ordnung, aber mit der Firefly fährt. Und jetzt bin ich mal gespannt, was die jetzt mitnehmen als erstes. Hauptsächlich Personen und Briefe. Also sie transportieren auch ein bisschen Bier, aber das ist mir zu wenig. Deswegen würde ich da jetzt nochmal eine korrespondierende Zuglinie bauen. Also die Gegenrichtung halt. Und theoretisch könnte ich auch Grosseto noch mit anbinden. Und auch Neapel, Rom, Grosseto böte sich an. Vielleicht hilft ihnen das ein bisschen bei ihrem Wachstum. Ja, hallo. Entspann dich mal, lieber Maus. Danke. Hallo? Hallo? Was war das jetzt? Man weiß es nicht. Okay. Ich könnte eigentlich auch noch den Müsli-Stopp an San Marino anbinden. Die Frage ist, die fragen noch kein Gemüse an, ne? Das lohnt sich, glaube ich, nicht. Nee, die fragen noch kein Gemüse an. Und mit Getreide, ja, Getreide brauchen die nicht, da die kein Bier produzieren. Genau. Vom Costa halt bekommen die Zucker. Ja, gut. Also es lohnt sich jetzt alles nicht. Der hat eine Panne. Supi. Dann würde ich mal gerade gucken, wie sieht's denn hier mit dem Holz aus? Die haben kein Holz und sind unglücklich damit. Gut, da können wir ja was dran machen. Das wäre ja nicht das Problem. Dann böte sich doch an, Pescara und Foggia mit Holz zu versorgen. Über einen Bahnhof. Ich glaube, da würden alle von profitieren. So. Ja, bau da deine Brücke. Ist okay. So. Und natürlich auch wieder eine Richtung. Und diesmal sogar auf Anhieb richtig. Ah, fast richtig. Okay, gut. Dann, komm, baue ich direkt den Bahnhof in Foggia. Ein weiterer Bahnhof kann ja nicht schaden. Ja, sehe ich genauso.
So. 40 Kilometer, das ist ja keine Strecke. Das ist ja zu vernachlässigen. Zack, zack, alles gut. Jetzt aber auf Anhieb richtig. Dann könnte ich eigentlich auch... obwohl die Strecke ist schon sehr lang, ne? Ich überlege jetzt gerade... Sekunde. Pescara. Nein, ich hätte gerne den Bahnhof. Oder den Zug. Ich nehme auch den Zug. Das soll mir recht sein. Pescara San Marino. Dann würde ich den doch mal... Sekunde. Pescara, San Marino, Foggia. Das heißt, der fährt von San Marino nach Pescara. Nach Foggia. Passt. Ja, der ist noch nicht rentabel, das ist mir klar. So, dann fährt der von Testa Bahnhof nach Pescara zum Testa Bahnhof nach Foggia. Mit jeweils zwei Waggons. Und einer Firefly, komm. Boah, man, nicht geizig sein. Ich könnte eigentlich auch hier das mit anbinden. Warte doch. Achso, ich bin im Pausemodus. Ja. Das funktioniert schon alles. Sagen wir mal, die Auslastung der Züge, die sind alle grün, das ist alles Schnafte. Was ist hier los? Wartet auf Costa Halt Florenz. Ist das der? Ja. Ja, die blockieren jetzt hier, ne? Wartet auf Güter, ja, okay. Da müssen wir mal kurz intervenieren. Das geht ja so nicht. Wieso willst du das nicht? Kommt einem bestehenden Gleisabschnitt zu nahe. Okay. Okay. Dann... Wie machen wir das denn jetzt? Costa Halt San Marino. Der steht aber auch schon ewig, ne? Oder welcher ist das? Nee, das ist der andere. Das ist der hier. Wo fährt der hin? Nach Florenz. Dann würde ich mal kurz... Costa halt... Venedig... Komm, dann fährst du auch noch nach Florenz. Obwohl, das ist eine ziemliche Strecke. Aber egal. San Marino... Quatsch. Was mache ich denn da? Costa halt... Florenz. So. Bestätigen... Und dann könnte ich den löschen. Zuglinie löschen. Jo. Und damit haben wir dann das Nadelöhr aufgelöst. Passt. Ja. Jetzt ist so ein bisschen die Frage. Weil ich kann ja jetzt auch immer noch nicht forschen. Ich meine, ich kann jetzt so gefühlt den halben Forschungsbaum dann nachher... mal eben schnell auflösen, aber dann muss ich halt wieder 10 Jahre warten, bis ich in den nächsten Forschungsbaum komme. Das ist ein bisschen meh. Vor allem unter Berücksichtigung dessen, dass mir jetzt doch hier schon eine ganze Menge gehört und München ist schon wieder gewachsen. Das ist gut. Aber ja, das hilft mir jetzt alles nicht. Also es ist ein bisschen, weiß ich nicht, finde ich jetzt nicht so optimal. Ich weiß auch nicht mehr, wohin mit meiner Kohle. Ich meine, ich kann meine Kohle jetzt noch darin investieren, dass ich sage so, hey, guck mal, Gegner, die will ich haben. Ne, zum Beispiel sie. Ja. Kann ich jetzt natürlich noch mehr Kohle reinbuttern. Weiß ich nicht.
Also ich würde eigentlich, ich bin jetzt eigentlich an so einem Punkt, wo ich sage, ja, ich hab, ne, ich könnte hier zum Beispiel so ein paar Kleinigkeiten verbessern, das will ich gar nicht abstreiten. Das ist der ein oder anderen falschen Entscheidung geschuldet, dass es da ab und zu noch Probleme gibt. Aber ich komme ja auch nicht weiter. Im Sinne von, ne, Forschung geht nicht und ja, ich kann das Streckennetz jetzt noch wie blöde ausbauen. Das hilft mir aber auch nicht, weil ich kriege ja die schnellen Züge alle nicht. Weil was würden wir jetzt in der nächsten Forschung für Züge bekommen? Die schnellste Lok. Achso, ja, das weiß ich. Die hat 60 Stundenkilometer, 53, 65, ja, und dann sind wir auch schon wieder fertig. Ja, also ich bekomme die Strecken dann auch nicht sinnvoll irgendwie umverteilt, um größere Strecken abzufrühstücken, beziehungsweise halt, ja. Deswegen würde ich jetzt eigentlich an der Stelle sagen, dass ich mit der Karte durch bin, weil das lohnt sich jetzt nicht mehr weiterzumachen. Ich würde dann tatsächlich auch nochmal, Sekunde, wir speichern mal gerade, Spiel speichern. Da, lass laufen. Speichern. Ja, lass laufen, wirklich überschreiben. Wir können uns ja mal die USA angucken. Ich habe tatsächlich privat auch schon mal in den USA gespielt. Ich habe auch schon mal ein Spiel, also ich hatte vorbereitet, die USA mit euch zu spielen. Hatte dann tatsächlich selber mal 3 Stunden für mich gespielt. Wir können uns ja mal die USA gerade angucken. Das wäre ja vielleicht noch was. Also das hier hatte ich dann soweit vorbereitet. Ich hatte angefangen, ich glaube meine Heimat war Big Lick. Hatte dann das hier schon mal gebaut, bis nach New York City und bis nach Charlotte. Weil ich mir überlegt hatte, okay, das macht ja, also ne, dass ich schon mal ein bisschen was vorbereitet habe, mit dem man dann anfangen könnte. Das würde ich mir jetzt einfach mal überlegen. Ob wir dann vielleicht tatsächlich uns mal die USA angucken. Wobei ich dann wahrscheinlich neu anfangen müsste, weil ich habe den Fehler gemacht, nur mit einer KI zu spielen. Was daraus resultierte, dass ich gedacht habe, so ja, so groß sind die USA ja nicht. Nö. Nee, das ist alles ganz übersichtlich. Deswegen hatte ich gedacht, okay, spielst du mit nur einer KI und dann hatte ich auch noch das Unglück, weil du kannst ja nicht festlegen, mit welcher KI du spielst. Ich spiele jetzt gegen die Französin. Die ist jetzt halt auch nicht so, also die scheint wohl irgendwann dann auch mal zu kommen, aber auch eher später. Deswegen würde ich also im Zweifelsfall auch nochmal ein neues Spiel anfangen und nicht das hier dann mit euch spielen. Aber wie gesagt, ich würde da mal gucken. Wahrscheinlich würde ich dann wirklich ein neues Spiel mit euch anfangen in den USA und dann können wir versuchen, die USA zu erobern. Und ja, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und wünsche euch bis zum nächsten Mal alles Liebe. Alles Gute.